Marc Schneider, nach der 0-4-Niederlage gegen Servette hat man bei dir so eine gewisse Ratlosigkeit gespürt, wie das hätte passieren können. Hast du eine Erklärung jetzt so 5 Tage nachher? Also in dem Moment war es sicherlich sehr überraschend, weil sich das auch nicht abzeichnet hat. Die letzten Spiele waren ordentlich bis gut. Wir haben uns gut darauf vorbereitet und irgendwo ist es so aus dem Nichts rausgekommen. Das ist das, was uns im ersten Moment so ein bisschen, was ist jetzt passiert? Und jetzt haben wir natürlich das so ein bisschen analysiert und über das diskutiert und haben natürlich auch unsere Schlüsse daraus gezogen. Was sind das für Schlüsse? Dass wir die Werte vom FC Thun, so, das ist das, was gefehlt hat. So, die Leidenschaft, das Bewusstsein, das hat mir gefehlt. Und es hat der Mannschaft am Schluss gefehlt. Und die Jungs sind sehr selbstkritisch. Die wissen so haargenau, was wir gut und was wir eben weniger gut haben gemacht. Und dementsprechend war es auch die Woche gewesen. Was ziehst jetzt du die Mannschaft für Konsequenzen jetzt im Hinblick auf das Spiel am Sonntag gegen Sion? Ja, dass wir von Mentalität her sicher ein anderes Gesicht zeigen wollen und uns nicht durch kleine Rückschläge völlig aus der Bahn werfen lassen. Das ist am Wochenende passiert. Es ist auch nicht so, dass wenn man das ganze Spiel noch analysiert, nicht alles komplett schlecht war, überhaupt nicht. Aber wir haben uns durch eigene Fehler wieder in Rückstand gebracht und dann müssen wir schaffen, dass dort jeder zu 100% seinen Job erledigt und wenn es ein bisschen schwieriger wird, auch die einfachen Sachen gut macht und dann bin ich überzeugt, dass wir in die richtige Richtung gehen. Jetzt kommt eben Sion am Sonntag. Sion ist sehr gut gestartet in die neue Saison. Aktuell auf dem Platz 3 mit 10 Punkten. Was ist das die Stärke von Sion? Oh, sicherlich auch ihre Organisation. Ihre Kompaktheit. Das ist das, wo für das, wo der Anschau steht. Das hat er auch bei Neuenburg sehr gut gemacht. Das hat er jetzt auch bei Sion reingebracht. Und ich denke, das wird ein Schlüssel sein, dass wir die kompakte Defensive irgendwie knacken können. Was für ein Gesicht sehen wir vom FC Thun am Sonntag? Ja, ein Gesicht, das wir alle sehen wollen. Ein Gesicht, das alle Leute auch Freude haben vom FC Thun, dass wir von der ersten Sekunde an wird Gas geben wird. Bis zur 93. oder 95. Minute alles wird geben, was da wird rausschauen. Also, wir können leider nichts garantieren, wir können auch keinen Sieg garantieren, aber wir werden alles dafür machen. Und das ist das, wo wir uns selber schuldig sind und auch den Leuten.